Yo, was geht ab, Leute? Der ist am Start und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen in einer neuen Folge. Freunde, ihr wisst nicht, was passiert ist. Fortnite hat ja zwei Entwickler. Einmal einen amerikanischen Entwickler und einmal einen polnischen Entwickler. Und anscheinend hat einfach einer von den Polen das nächste Kapitel geleakt. Und wir werden uns das heute gemeinsam anschauen. Und ich werde es vor euch übersetzen, denn ich bin ja Pole. Das ist ja meine Muttersprache. Und ich werde euch genau sagen, was da gesagt wird. Ja, ich habe mir hier sogar Notizen gemacht, weil alles auswendig kann ich nicht. Und ich möchte ja auch keine Fehler machen. Deswegen seid gespannt, was in diesem Trailer gesagt wird. Und außerdem werde ich euch noch ein paar Punkte zeigen, die ihr vielleicht verpasst habt. Und die schauen wir uns nochmal genauer an. Und ihr werdet euren Augen nicht trauen, was alles im nächsten Kapitel stattfinden wird. Nanachi Wyspa odwróciła się. Die bekannte Insel hat sich umgedreht. Witaj w rozdziale trzecim. Willkommen in Kapitel 3. Gdzie znajdziesz zupełnie nowe miejsca do odkrycia i nie... Wo du eine Menge Orte findest zum Entdecken. Znane wcześniej sposoby doświadczania Fortnite. Und vorher unbekannte Möglichkeiten in Fortnite ausprobieren kannst. Zacznij zdobywać BD-karnetu bojowego poza Battle Royale. Fang an, den Battle Pass für Battle Royale freizuschalten. Graj i awansuj jak chcesz, by odblokować stronę... Spiel und schreite vor, wie du willst. To jest karnetu bojowego, w tym Spidermana. Um den Battle Pass freizuschalten mit dem legendären Spider-Man. Na odkrycie czekają też nowe funkcje. Zum Entdecken sind auch neue Funktionen. Ci przemieszczaj się po mapie i unikaj wrogów z nowymi ślizgami i huśtaniem się. Bewege dich schneller um die Map und versteck dich in Ecken mit neuen Gleitern und schwing und schaukel dich fort. A nawet rozbijaj obozowiska, gdzie wraz z oddziałem uleczycie się i przechowacie przedmioty między meczami. Und du kannst sogar Campingplätze erstellen, wo ihr euch heilen könnt. Und jetzt kommt sogar das Besondere, ihr könnt da sogar Items einlagern. Ponadto, do Fortnite trafiły nowe bronie i przedmioty, które pomogą ci zdobyć królewskie zwycięstwo i prestiżową koronę zwycięzcy. Nicht nur das, es gibt auch in Fortnite neue Waffen und Gegenstände, die dir helfen, den epischen Sieg zu holen und um auch die Krone des Sieges zu bekommen. Nie przestawaj wygrywać i zatrzymaj ją. Hör nicht auf zu gewinnen und erhalte sie. Poza tymi funkcjami, wyspa jest zupełnie nowa. Und nicht nur diese Funktionen sind neu, sondern auch ist die ganze Insel komplett neu erschaffen. Odkrywaj Sanktuarium, ukryty dom siódemki i sąsiedztwo Spidermana Daily Bugle. Entdecke das Sanktorium und das Haus der Sieben. Und die Heimat von Spider-Man, nämlich Daily Butch. A także inne lokacje. Und so auch andere Gegenstände. Ze względu na nowe warunki pogodowe, wszystko może się zdarzyć. Vergiss nicht, aufgrund der neuen Gegebenheiten kann alles passieren. Sprawdź też karnet bojowy sezonu pierwszego rozdziału trzeciego. Guck dir auch den Battle Pass von Kapitel 3 Season 1 an, w którym znajdziesz Spider-Mana, Fundament i innych nowych przybyszów. Wo du Spider-Man unter anderem findest, Fundament und auch neue andere Charaktere. Na co czekasz? Wskakuj do rozdziału trzeciego i odkrywaj nową wyspę. Nie wiem. Worauf wartest du? Hüpfe das nächste Kapitel und entdecke die neue Insel. Wiadomo, co tam znajdziesz? Es ist unklar, was du da entdeckst. Freunde, das war schon mal die Übersetzung. Und jetzt schauen wir uns besondere Punkte an. Und die habe ich mir in meinem Smartphone markiert. Okay, einmal bei Sekunde 006. Da sehen wir, die Map von Kapitel 2 ist einfach umgekehrt darunter. Oben haben wir die neue Map, unten haben wir die alte Map. Und wo ist die Kapitel 1 Map? Bei Sekunde 15 sehen wir, dass einfach die Bäume jetzt anders gefällt werden. Da scheint sogar noch die Wurzel dran zu bleiben. Bei Sekunde 18 sehen wir hier eine neue Shotgun. Zacznij zdobywać BD-karnet. Und auch hier bei Sekunde 20 haben wir eine neue AR gesehen, also eine neue Maschinenpistole. Bojowego poza Battle Royale. Graj i awansuj jak chcesz, by odblokować stroje z karnetu bojowego.
Bei Sekunde 28 sehen wir zwei andere Styles von Spider-Man. Einmal den schwarzen und einmal den weißen. Den kenne ich noch gar nicht. Okay, bei Sekunde 32 sehen wir Gears of War Skins. Das ist ein Xbox-Spiel und das hat auch so seinen eigenen Hype. Und ey, das scheint wohl eine neue Kooperation zu sein. Cię czekają też nowe funkcje. Szybciej przemieszczaj się po mapie. Bei Sekunde 34 sehen wir das Gleiten. Eine komplett neue Animation, wo man auch währenddessen schießen kann. I unikaj wrogów z nowymi ślizgami i huśtaniem się. Bei Sekunde 38 sehen wir, wie man einfach mit Spinnnetzen voranschwenken kann, also wie Spider-Man. A nawet rozbijaj obozowiska, gdzie wraz z... Bei Sekunde 43 sehen wir einfach einen komplett schwarzen Marshmallow-Skin. Czycie się i przechowacie przedmioty między... Und bei Sekunde 46 sehen wir einfach ein Zelt. Und dann könnt ihr auch eure Items einlagern. Ponadto do Fortnite między meczami. Und eine neue Sniper konnte man dort eben gerade sehen. Ponadto do Fortnite. Und so schießt sie. Trafiły nowe bronie i przedmioty, które pomogą ci. Bei Sekunde 51 sehen wir einfach ein neues Shield-Healing-Item. Das heißt, durch das hier scheint man irgendwie Schild zu bekommen, wie so eine Sprinkleranlage. Które pomogą ci zdobyć królewskie zwycięstwo, a także inne lokacje. Bei Minute 1:16 können wir neue Tiere sehen. Also scheinen auch neue Haustiere zu kommen und neue Monster und neue Dinosaurier. Also die Natur wird halt anders aussehen. Pamiętaj, ze względu na nowe warunki. Bei Minute 1:17 sehen wir einfach einen Tornado, also scheinen auch Wettereffekte jetzt neu zu sein. Und auch hier sehen wir einen neuen Wettereffekt, nämlich Donner und Blitze. Freunde, das waren vielleicht Punkte, die ihr noch nicht gesehen habt. Und ich habe sie euch jetzt nochmal einmal gezeigt. Jetzt kommen wir einmal zu meiner Meinung zum nächsten Kapitel. Einerseits habe ich ein lachendes Auge, einerseits auch ein trauriges. Denn ich habe wirklich gehofft, dass die allererste Map wieder zurückkehrt. Wie geil wäre es, wenn wir wieder einfach unsere alten Uchi-Zeiten hätten. Andererseits ist es doch auch toll, was Neues zu entdecken und was Neues zu sehen und dass sich die Entwickler sich da auch Mühe geben. Also einerseits ist es gut, einerseits ist es schlecht. Jetzt kommen wir mal zu den neuen Special Effects, die der Mann da gesehen hat. Tornado, okay, hatten wir auch schon mal in Season 6 Kapitel 1. Was ist zum Beispiel mit den Blitzen? Okay, die sind neu, die sind geil. Und die neuen Dinosaurier, okay, die haben mich ein bisschen an diesen riesen Golem erinnert. Und die neuen Waffen, okay, neue Waffen hatten wir schon oft. Ist jetzt auch nicht das größte, geilste auf der Welt. Aber zum Beispiel, was ich extrem so auch feiere, ist die neue Mobilität, wo man zum Beispiel wie Spider-Man durch die Lüfte schwingen kann. Das hat mir meiner Meinung nach vorher gefehlt. Also alles im Ganzen, Freunde, ich feiere es, aber Kapitel 1 hätte ich ein bisschen mehr, glaube ich, gefeiert. Ich glaube, ihr könnt mich verstehen. Falls ihr genau meiner Meinung seid, schreibt es doch mal in die Kommentare. Was feiert ihr mehr, Kapitel 1 oder was komplett Neues? Eure Meinung zählt an dieser Stelle. Und jetzt auch noch ganz wichtig, ich habe vor, später zu streamen, weil... Da wir heute ein einfaches Video haben, habe ich noch ein bisschen Zeit und die werde ich dann später mit euch nutzen. Dann können wir auch noch ein paar geile Games zusammen zocken, können wir uns ein bisschen weiter kennenlernen. Ihr könnt mir Fragen stellen, könnt alles machen, was ihr wollt und ich werde euch allen antworten. Und so, Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und Creator Code Dennis. Das würde mich extrem unterstützen und freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Haut rein.